Amphisbaena ist eine Schlange mit zwei Köpfen. Von diesen befindet sich der eine an dem ihm gebührenden Platz, der andere jedoch am Schwanz. Mit beiden kann sie beißen. Sie läuft geschwind und ihre Augen leuchten wie Kerzen. Amphisbaena bedeutet im Griechischen die, welche in zwei Richtungen geht. Der Drache ist die größte aller Schlangen auf Erden. Er hat Klauen und Flügel und speit Rauchwolken und Feuer. Die Stärke des Drachens liegt jedoch mehr in seinem Schwanz als in seinen Zähnen. Furchtbares verursacht sein peitschender Schwanz. Wenn der Drache aus seiner Höhle kommt, wirbelt er die Luft auf und lässt sie schimmern.
Die Leucrocota ist ungeheuer schnell und von der Größe eines Wildesels. Sie hat die Beine eines Hirsches. Hals, Schwanz und Brust eines Löwen. Und den Kopf eines Dachses. Anstelle von Zähnen hat sie einen durchgehenden Knochen. Man sagt, dass die Leucrocota die menschliche Stimme in anmutiger Weise nachahme. Der Basilisk ist eine Schlange, die auf dem Kopf einen hellen Fleck in Form einer Krone trägt. Er lebt in der Wüste? Besser gesagt, er schafft die Wüste. Der Basilisk kann mit seinem Geruch töten, mit seinem Blick. Und mit dem Zischen seiner vibrierenden Zunge. Ein Spiegel tötet den Basilisk. Der Anblick seines Ebenbildes lässt ihn verenden. Shhh.
Der Körper des Einhorns gleicht einem Pferd, der Kopf einem Hirsch. Die Füße einem Elefanten, der Schwanz einem Eber. Ein langes schwarzes Horn ragt aus der Mitte seiner Stirn. Das Gebrüll des Einhorns ist tief und dunkel.